Das wäre nämlich gut, glaube ich, wenn man da so ein bisschen. Ich meine, wir haben uns jetzt ein bisschen ausgelastet. Man kann ja jetzt gucken, ob Mein man nicht mal Name gucken. fiel Oh! immer wieder in San Cellini. Andreas Kessler. Genialer Raketenwissenschaftler. Pionier der Lenkflugrakete. Guck mal, da ist Adi! Schützenjäger. Trinker. Besessener Nazi. Kesslers Fachgebiet sind Langstreckenraketen. Aber das SOI vermutete Probleme mit der Funksteuerung. Die Zerstörung der Orchidea beweist, dass wir falsch lagen. Sehr falsch. Die Orchidea war ohne Zweifel ein leichtes Ziel für einen Test. Aber wenn die Nazis über lenkbare Langstreckenraketen verfügten, würde das den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Laut US-Geheimdienst, dem OSS, ist Kessler in Süditalien, vermutlich protegiert von einem Nazi-General namens Heinz Böhm. Ich wurde in die Küstenstadt Bitanti entsandt, um unseren OSS-Kontakt zu treffen. Angesichts der bevorstehenden Invasion Siziliens war es wichtig, die Pläne der Nazis zu lüften. Okay. Was wolltest du sagen? Kleinen Moment. Modi ist im Zimmer. Aha. Ist noch wärmer aus als vorher und trotzdem tragen wir langärmlich. Meine Güte. Was ist hier los? Was ist denn das da? Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Ich höre Sie, Rotfuchs. Ein US-Aufklärungsflugzeug hat am Stadtrand einen Sendeturm ausgemacht. Der Funker muss ausgeschaltet werden, bevor er Verstärkung rufen kann. Und der Scharfschütze auch. Ende. Hab verstanden. Ende. Okay. Alles klar. Glaube ich. Schwimmen gehen darf ich nicht. Schade eigentlich. Es geht denn ab, Juka? Voice Chat. Oh, ich muss mal wieder in Urlaub. Möwen. Redest du nicht mehr mit mir, Juka? Oh, wer bist du denn? Hallo? Hörst du mich wieder? Ja. Du musst dich schon entmuten, damit es wieder geht. Oh, wer ist er denn? Lieutenant Karl Fairburn. Ah, okay, danke. ich heiße Rotfuchs, bitte. Viele tapfere Männer starben auf der Orchidea. Sorgen wir dafür, dass ihr Opfer nicht vergebens war. Wir müssen Kessler finden. Ja, hab schon gehört, dass sie schnell auf den Punkt kommen. Übrigens, ich bin Jack Weaver. Das OSS weiß ihre Eile sehr zu schätzen, Karl, aber... Wir müssen sehr vorsichtig sein. Was wissen Sie über Heinz Böhm? Der Schlechter von Bologna. Ja. Böhm ist ein sadistisches Schwein und aalglatt. Wir wissen noch immer nicht, wie er aussieht. Obwohl man sein Werk mittlerweile überall sehen kann. Wir glauben, er kontrolliert Kessler. Böhm finden, Kessler finden. Verstanden. Ihre Leute meinen, man sollte sich beim hiesigen Widerstand Hilfe holen. Nach unseren Erfahrungen mit den Partisanen... Könnte das schwierig werden, aber wir versuchen's. Ich brauche einen Namen und einen Ort. Ihre Anführerin ist eine Frau namens Sofia di Rocco. Man nennt sie auch den Engel. Sie finden sie in der Stadt. Na schön, ich versuch's. Karl, hören Sie. Die Nazis haben eine Rastrellamento durchgeführt. Sie haben die Stadt durchkämmt, Partisanen zusammengetrieben und... Womöglich haben schon die Exekutionen begonnen. Wissen Sie, wo Sie sind? Wenn ich das bloß wüsste. Das Partisanenhauptquartier. Danach sollten Sie Ausschau halten. Schon dabei. Karl? Das hier ist ein Pulverfass. Wir brauchen nur jemanden, der es entzündet. Okay. Okay, wie wär's denn, wenn die Untertitel mal anzeigen würden, was er sagt? Das wäre auch gut. Nee. Wer bist du? Hey, ja, okay, wir gehen wieder. Sie müssen Lieutenant Fairburn sein. Ich soll Sie zu unserer Anführerin, Sophia, bringen. Wir nennen Sie den Engel. Haben wir ich gerade alles gehört von einem Mann 2 Meter neben Die Faschisten haben eine Experimente durchgeführt und unsere Leute aus der ganzen Stadt geholt. Der Engel plant ihre Rettung.
Scheint eine mutige Frau zu sein. Sie kennen den Kommandobefehl? Der Führer kann befehlen, was immer er will. Sie sind ein Kommando. Das heißt, Sie werden eher erschossen, als dass man Sie gefangen nimmt. Das macht Ihnen keine Angst? Das ist Berufsrisiko. Schön, dass Sie den Tod nicht fürchten. Davon haben wir hier zu viel gesehen. Schauen Sie nur auf den Friedhof. Die vielen Toten dort sprechen ganze Bände. Also. Okay. Kurz, ja. Was ich sagen wollte. Bevor du das jetzt angehst, bitte. Ja. Ich wollte sagen, lass uns versuchen, jetzt aber mal ein wenig stealther zu sein, ja? Auf jeden Fall. Wir hatten uns gerade ausgetobt, jetzt können wir mal ein bisschen gucken. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Reihe an Quests gekriegt, jetzt habe ich das Gefühl. Komm, du bist wie ich in dick. Guck mal. Und in schwarz. Ja, ich bin so, weiß ich, ich bin bestimmt Engländer. Du bist der Ersatzsoldat. warte, können wir die irgendwie abrufen? Was sind diese Missionsdinger? Das ist eine gute Frage. Alle, ja genau. Ja, du hast so mehrere Punkte auf der Karte. Siehst du das? Wenn du die Karte aufmachst, hast du hier... Ja, ja, das hat aber damit nichts zu tun. Ah, drück mal Escape, dann siehst du es rechts unten. Oder? Nee. Rechts? Nee. Rechts unten sind nur die Sachen, die man einsammeln kann, denke ich. Hm. Wer passt? Ja, M. Und wenn du M drückst, dann hast du halt lediglich nur dieses... Mit Tab kannst du dir halt anzeigen lassen, was abgeht. Drück mal M. Ah, da, ja. Hm. Aber das sind ja die... optionalen Ziele, es sind nicht die Herausforderungen, die ich meine. Ach so, ja gut, aber da müssten wir uns vorher durchleben. Ach komm, du hast die Ehre, drück, fass das Boot an, komm. Ja, okay, kümmern wir uns erstmal um optional oder so, ne? Würde ich sagen. Fass das Boot an, Joker. Wie soll ich das machen? Fass es an! Ich fasse schon. Na gut, dann war ich's. Ach, Joker, du bist ins Wasser gefallen. Eine Burg. Ach Mensch, das ist so schön da. Das ist doch kein Ort für einen Krieg. Ja, naja. Okay. Nun gut. Also, wir haben hier direkt hier zwei Ziele voraus. Markier die mal vielleicht bitte. Mal sehen, ob ich das Hauptquartier der Partisanen finden kann. Ich würde sagen, ich habe mal was markiert, ganz rechts, das leuchtet jetzt gelb, vielleicht sollten wir uns darum erstmal kümmern. Blau leuchtet das bei mir. Na dann, rechts davon, das ist so ein Kompasspunkt. Scharfschütze töten. Genau, den leuchtet blau bei mir. Oh, okay, dann leuchtet es für mich gelb. So, der eine, der patrouilliert hier oben, ich würde mal sagen, vielleicht... schallgedämpfte Pistole. Machst du dich die Treppe hoch und schießt den anderen um und ich nehme den hier unten. Wo ist denn der andere? Ach Mist, jetzt läuft er auch weg. Das ist ja doof. Gerade außen lang. Ist sie immer noch im Gange? Die Belagerung? Ja, scheint so. Die sollten sie ausräuchern. Die Geduld des Kommandanten ist. Kannst du ihn nicht irgendwie finishen, wenn du unter ihm stehst? Nee. Könnte den erledigen, aber dann sieht der andere das ja. Obwohl, jetzt glaube ich gerade nicht. Okay, dann erledige einen. Jo. Hab beide erledigt. Alles klar. Oh, ist das schön hier, schau mal. Oh, Bella Italia. Ich glaube, ich würde auch mal nach Italien reisen. So das dumm. Ist sehr schön da. Kannst du meinem Glück sagen, dass ich schon mal in Italien war? Ich war auch schon mal da, aber da war ich noch jünger. Das war echt sehr schön da. Ach so, ja, wir gehen da lang, ne? Wir machen das Blaue erst oder das Gelbe für dich. Genau, ich dachte erstmal den Scharfschützen, weil... Oh, der visiert schon, pass auf. Oh ja. Der hat Aim. Okay. Ui! Miau. Uts! Das war der Scharfschütze. Boah. Jetzt okay. Haben sie uns aber gehört. Ja, jetzt sind alle Punkte gelb. Ja. Ob das so schlau war, Jukka? Oder wollen wir einfach mal warten? Ja, lass uns mal warten. Ich verlasse mal ein bisschen das Gebiet, wo sie mich gesehen haben oder gehört. Und
wenn, dann vielleicht mit der Schallgedämpften vorgehen jetzt, wenn man kann. Ja. Also halt, weißt du? Ja, bist du schießwütig, Jukka? Bisschen dumm von mir, aber der hat mich halt gesehen. Ich hatte schon einen roten Punkt. Er hat halt schon... Ich hätte halt nicht gedacht, dass der so weit aimt. Weißt du, was ich meine? Aber gut, er ist ein Scharfschütze. Hier kommt, wird einer gleich die Treppe hochkommen, denke ich. Was ist denn das? Der eine hat ein Fragezeichen über Kopf, der ist glaube ich verwirrt. Der kommt gerade näher, siehst du den? Er kommt zu dir. Rockervor! Gefreiter! Die haben lustige Stimmen. Ja. Oh! Geht in Deckung! Geht in Deckung! Oh, hau da ab, du Scheißfliege! Voll direkt vor dir, Officer. Oder? Ja, schön! Ja, den kannst du auch mit dem Schaffensgewehr umlegen, wenn du magst. Der sieht dich ja eh. Gut, okay. So, jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen, ne? Erstmal kurz chillen. Runterschrauben unsere Lautstärke. Wer mehr ballert hier noch? Alles Verwendbare eingesackt. Relativ viele noch markiert da, ne? Oh, toll. Was denn? Okay, ich hab ein bisschen gefailt. Ja, wir müssen den Scharfschützen halt irgendwie seinen Bericht auch noch finden. Ich dachte, wir müssen ihn nur ausschalten. Also war es so oder so unnötig. Ich meine, gut, er hätte mich vielleicht gesehen, aber ich weiß nicht, wie er die anderen, ob er die alarmiert hätte oder so, weißt du? Hinter uns kommt ein Boot. Was willst du machen? Wollen wir jetzt erstmal in den... das Hauptquartier der Partisanen finden da? In der Mitte? Das Boot macht eine Annäherung über einen britischen Offizier. Oh, da hat Paul dann nicht weiter einen Schuss. Oh, lol. Jagt das Schiff einfach. Oh, easy. Okay, ich glaube. Raus aus meiner Stadt! Ja, ich glaube, leise geht das nicht mehr, wenn man einmal aufgeflogen ist. Wir sind auch, ja, guck mal, da hinten ist so ein 3-Striche-Fuzzi. Ja? Ach, der ist verdeckt, ja, doof. Ja, lass uns mal ein bisschen vorschleichen. Warte, ich markiere nochmal den Punkt da rechts. So. Ja. Aber... also alles, was kommt, am besten leise machen, wenn es geht. Ich habe die Guck mal, können wir nicht an der Küste hier lang gehen? Lass mal testen. Hier ist doch eh keine Sau mehr. Guck mal, die sind wieder weiß links, siehst du es? Ja. Ich glaube, wir haben wieder Ruhe. Oh, die sind noch gelb hier, Vorsicht. Oh. Bestimmt wegen dem Boot. Ja, vielleicht, ne? Aber also es ist einer, der ist, glaube ich... rechts von uns und der andere ist links. Ja, der kommt gerade, der linke. Kannst du den erledigen? Hab ihn. Der lebt noch. Nee. Oh, nee. Der ist bei mir noch markiert. Ah, nee. War ein Kopfschuss. Okay, der andere läuft ja außen rum. Ich glaube, den können wir schnell sneaken. Ja. Oh, Double Headshot. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir denn hochkommen könnten zu dem Quark. Da sind zwei Leute noch bei unserem Scharfschützenmeister. Ach so, ja. Dann erklärt das auch, warum die alle instant aufgeregt waren. Runter. Da oben laufen sie lang. Ja, das ist ein bisschen doof so von der Reichweite. Ich glaube, wir kommen hier vielleicht gar nicht hoch, die Brücke. Weißt du, was ich meine? Ist da vorne nicht eine Treppe? Da oben ist auch noch einer. Ja, da ist auch noch einer. Einer ist noch, genau. Ja, hast gesehen, super. Ah, das sind aber zwei am Turm. Sonst könnten wir die im Turm leider... können wir noch nicht machen, glaube ich. Vielleicht sollten wir es erstmal links liegen lassen und uns weiter drüber. Ich glaube, guck mal, wir gehen einfach hier die Straße lang, clearen und die Brücke und gehen über die Brücke. Anders geht's, glaube ich, nicht. Okay. Testen wir. Ah, hier ist ein Schotterweg. Guck mal, wir müssen nicht ganz rein. Okay, da kommt sogar einer gerade. Ne, doch nicht.
Der ist so hinterm Hügelchen. Hinterher sneaken. Ja. Vielleicht kannst du ihn ja finishen. Ja, ich glaube, das ist zu offensichtlich. Die an. Guck, links ist halt auch noch einer, der kommt gleich um die Ecke. Oder auch nicht. Ich hab nochmal wen markiert. Okay. Gut. Oh, der andere hat es mitbekommen. Okay, okay, cool, cool. Gerade rechtzeitig. Wollen wir die beiden da mal ausschalten? Die gucken hier nämlich rüber. Mit Scharfschütze? Ich weiß nicht. Sollten wir vielleicht, oder? Aber die sind noch nicht alarmiert. Wir können uns vielleicht noch rumsneaken. Na, dann machen wir das. Lass es uns testen. Weil hinter uns sind auch wieder welche. Wenn wir jetzt schießen, dann kommen sie wieder alle. Aber den da vorne können wir mal machen. Guck mal. Mit der Pistole, wenn du es hinkriegst, klar. Ah, lieber nicht. Nicht riskieren. Pass auf, hinter uns sind welche. Ja. Wir gucken in unsere Richtung. Nee, noch nicht. Lululululu. Okay. Okay, ich glaube, den könnte ich sogar melee'n. Ja, mach das ruhig. Versuche ich mich schon mal so ein bisschen weiter zu dem Türmchen zu machen, ja? Ja, ich schleich mich gerade mal hin. Avrei dovuto finire il turno 20 minuti fa. Wie meine ich denn mit E? Ja, test es. Ich wette, es wird dir angezeigt, wenn du hinter ihm stehst. Ja. Schön. Fies. Konnte man nicht irgendwie Steine schmeißen oder so? War das nicht so ein typisches... Das war so ein typisches Sniper-Lead-Feature, ja, du hast recht. Aber wie, ist die Frage. Sei vorsichtig, vorsichtig. Ja, ist gut. Oh. Warten wir einfach mal, vielleicht kommen sie ja. Ich könnte den linken ausschalten gerade. Ja, die sehen mich immer, egal was ich mache. Ah, jetzt kommt der eine aber. Nicht. Aber der andere kommt, das ist gut. Oder auch nicht? Ja, sonst schieß mal. Mach. Lol. Okay. Er hat's nicht gerafft, Alter, wie geil. Yeah, boy. Hops. Ah, das war's schon. Gucken, was hier oben ist. Nochmal oben gucken. Oh, nichts. Wir können nicht mal zu dem Scharfschützen hoch. Der ist ganz oben. Oder? Ja. Ja, ich glaube, wir können da gar nicht hoch. Ah, doch. Irgendwie müssen wir da hoch können. Hier vielleicht? Nee. Oh! Das ist ja so Street-Style, Paul. Ah! Not bad! Kleines Kletteräffchen. Okay, ich bin bei ihm. Tada! Wunderbar! Schön, okay. So, dann machen wir uns jetzt aufs nächste Ziel. Ich würde mal sagen, wir nehmen das da. Was ist das? Da oben, dieser Turm. Der Funker muss hier irgendwo sein. Funker ausfindig machen. Das wäre das nächste. Wir könnten aber auch das 100, die 103 ist, 60 Meter zu dem Hauptquartier machen, links. Meinst du nicht, wenn wir den Funkturm machen, sind wir da besser bedient? Der ist weiter außen. Von mir aus. Gehen wir da hoch? Weißt du was? Komm, wir gehen mal komplett hier außen lang, ja. Ja. Oh, einer sieht mich. Ich weiß aber nicht wer. Ah, der da. Der Sack. Okay, passt. Wir laufen einfach weiter. Chillig. Da oben, ne? Da hinten ist wer.
Ich kümmere mich lieber um den Funker, bevor er seine Freunde benachrichtigt. Oh, okay, der guckt schon. Oh, da ist noch einer viel näher. Da oben ist ein Steinadler. Keine Ahnung, warum ich den markieren kann. Töten, der hat mich gerade gesehen. Da hinten ist noch einer. Zwei Leute alarmiert, das ist aber noch schadensbegrenzungstechnisch in Ordnung, würde ich behaupten. Ja, wir müssen uns aber drum kümmern jetzt. Schön. Okay. Die hier hinten auch. Ach ja, hat er wohl doch weiter, ist irgendwie doch weitergegangen anscheinend, ha? Ja, die können wir mit dem Gewehr machen, glaube ich. Siehst du denn wen von denen? Ja, einen. Hast du ihn? Ja, oh, das hat doch mehr alarmiert, als ich dachte. Ja, ist heftig, oder? Okay, den anderen habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte ihn auch gehabt. Okay, dann lass mal irgendwie verstecken. Ich dachte, den hätte ich erwischt. Und auch, dass das nicht so, aber klar hört man das auf die Entfernung. Macht ja eigentlich Sinn, ne? Ja, okay, klar. Ach, guck mal, da oben sitzt einer. Tschüss. Da kommt noch einer. Ja, chill. Vielleicht verlieren sie es ja, die Alarmierung. So, nur komm hier runter, wenn du möchtest, wo ich bin. Dann ich lauf schon mal ran, ich meine, hier müssen wir ja eh rum. Mich würde nämlich mal, wenn du sie jetzt mal nicht erschießt, chill mal. Ah, mit Q kannst du übrigens so ein Rad aufmachen, ne? Oh, okay. Mich würde mal interessieren, ob die den Status verlieren. Alter, sind echt viele Alarmierte da, ha? Ein Offizier auch noch. Ich sitze direkt vor denen. Ups. Scheiße. Was war das? Achtung! Okay, laut, ja. Ja, wir waren alles voll jetzt. Oh! Lass ihn! Oh, nevermind. Ich dachte, man kann den irgendwie hübsch finishen oder so. Jetzt hat er da hinten mich halt auch gesehen, ja. Wir haben schon direkt gefailt anscheinend. Egal. Den lassen wir erstmal da unten chillen, ja? Lass den da? Mal. Echt? Wollen wir den nicht einfach wegknipsen? Nein! Dann haben wir gleich wieder noch mehr Stress. Lass den erstmal. Komm. Ja, aber das ist doch der einzig rote noch. Ja, na, dahinter sind noch gelbe. Da läuft doch jemand rum. Lass uns mal, komm, wir gehen jetzt erstmal hier. Wo ist denn der Tower überhaupt, wo wir hinwollen? Ist der schon vor uns hier? Ja. Also du kannst jetzt natürlich auch sagen, wir schießen offen, aber dann brauchen wir auch nicht mehr stealth werden. Aber das sind halt ein Haufen Gelber, ne? Ja, ich hoffe ja, die beruhigen sich noch. Das ist ja mein Hoffen, weißt du? Ja. Also hier wäre ein explosives Fass. Ich glaube, die sind aber außen, die sind gar nicht hier drin. Ne, die sind außen. Mich würde mal interessieren, was der komische Adler, warum der so markiert ist. Keine Ahnung. Ich konnte den markieren. Hier sind zwei Leute. Funker töten. Vorsicht. Mach nur den Funker, wenn du kannst. Oder so, bleib mal so, dann schleiche ich rein. Okay. Okay. Gib einfach Start. Go! Scheiße daneben. Okay. Ende, mein Freund. Ende. Okay,
Das war der Funker. Scheiße. Ja, gut, jetzt sind sie rot, jetzt können wir eh fighten. Ich hab einen Offizier erledigt. Oh, du scheiß Fliege, Mann! Mir im Gesicht rumkleben. Okay, hinter uns ist noch rot. Okay, das war alles. Na, da hinten ist noch einer. Machst du den? Ich seh den nicht mal. Siehst du den? Mhm. Ach, jetzt hast du ihn. Okay, okay, dann lass mal ganz kurz chillen, weil jetzt eh alles alarmiert ist. Siehst du, glaube ich, an dem Ring drumherum? Ich glaube, wenn alles klar ist, dann ist doch wieder geschmeidig, oder nicht? Was ist denn mit dem Vogel da oben? Ob wir den zerstören können für Extra Points? Den Vogel zerstören? Ich bin immer noch rot. Bist du auch rot? Nee. Ich bin noch rot. Jetzt bin ich gelb. Okay. Tee. Oh, das... Was war das denn? Was machst du da? Ich war das nicht. Ich hab auf nichts geschossen. Das ist... Einfach geplatzt. Keine Ahnung. Kommst du hier links? Ach, das waren die Partisanen. Ja, jetzt dann schieß ruhig. Das ist die Scheiße eh wieder am Dampfen hier. Ja. Mal gucken, dass wir den Kramer geklärt bekommen. Oha. Ich sehe gar nichts. Was ist denn eigentlich so eine komische Tröte, die man da ständig hört? Das Hauptquartier muss hier irgendwo sein. Aua. Ich hab einen Offizier. Okay. Oh! Der Fallschaden ist übrigens relativ stark hier in dem Game. Ja, ist mir schon aufgefallen. Das ist sicher das Hauptquartier. Wo steckt Sophia? Nicht hier. Oh. Ah, schön. Bist du rein in das Ziel oder was? Ja, ja, ja. Und dann habe ich mich umgeschaut, da war so eine Kiste. Die werde ich wohl brauchen. Okay, die Situation ist leider immer noch nicht beruhigt. Laut Sophias Nachricht ist sie zur Burg gegangen. Ja, wir werden noch gut in dem Game. Alles wird gut. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne? Heißt das nicht immer so? Jo. Zack! Ja, ich glaube, es ist alles geklärt jetzt, ja. Ja, kämpfen tun die da immer noch. Müssen wir die clearen da oben? Ich weiß es gar nicht. Im Bestfall bestimmt, ja. Oh ja.
würde behaupten, das hat schon geholfen. Ist gut, mein Bro? Wo bist du? Ja, ganz hier, ich bin außen rumgelaufen, bin jetzt hier bei Leuten, die glaube ich noch nicht abgehen oder doch abgehen. Vielleicht. Ach ne, das sind unsere Mates hier hinten. Sag, ich fall den gerade in den Rücken hier. Das ist wundervoll. Den da oben treffe ich nicht. Kannst du den markieren? Ich sehe den gar nicht. Ich auch nicht. Nee, der Winkel ist schlecht. Die Sau jetzt. Warum Schlüssel fürs Mausoleum? Komm her, Schwein! Jetzt wäre ich für den Nahkampfkill fast gestorben. TNT, Alter, was wir nicht alles haben, du. So. Mit Sicherheit in der Hölle. Ich habe übrigens den Weg ins Mausoleum schon gefunden. Komm einfach zu mir. Was ist denn das für ein dicker Stern da? Ah, ach so, das ist... Was, hast du schon erledigt? Ja, ja, ich war die ganze Zeit hier, weil ich an die Leute nicht rankam. Ich bin halt außenrum gesneakt. Und bin halt auf den Friedhof rausgekommen und dachte dann so, okay, dann meinte ich so, markier den mal und du meintest ja, du kannst nicht. Und dann dachte ich so, okay, du machst das schon, keine Ahnung, was ich machen soll. Dann mache ich mich irgendwie nützlich, weißt du? Okay. Na gut, dann machen wir jetzt Sophia ausfindig. Das ist wohl die Anführerin von den Rebellen. Hier ist ein großes Tor, das kann man wohl sprengen. Willst du dabei sein? Ja, bitte. Ich versuche nur mal irgendwie zu dir zu kommen. Ich warte einfach. Wenn du da hochgekommen bist. Da ist eine... Oh, scheiße, jetzt habe ich schon angemacht, ich Idiot. Ja, okay. Nicht so schlimm. Warum machst du das denn? Ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie im Reflex wieder das Nachladen und auf R war halt aktivieren. Peng. Okay, gut. So krass war es jetzt auch nicht. Warte da jetzt wenigstens auf mich. Ja, ja. Es war nur so ein kleines Türchen hier. Da links, wenn du hochkommst. Okay, können. Das wird sehr nützlich sein. Ich schätze, wir treffen hier eh nicht mehr auf vier Leute, die uns entgegenkommen. Boah, ist ein Schlachtfeld hier. Eh schon alles. Ah, okay. Huch. Er sneakert hier rein. Sie müssen der Engel sein. Wir müssen reden. Der SOE-Scharfschütze. Schön, Sie hier zu sehen. Sie hat uns gerettet. Worauf warten Sie noch? Reden wir. Mhm, mhm.